Moin Leute, willkommen hier bei Micha Bellum. Wir werden heute, ich habe voll Bock auf Massenwasp, nur diesmal halt wirklich keine Level. Wir werden, okay, gut, jetzt ignoriert das bitte, das habe ich gerade aus der zweiten Runde den Einheiten-Drop bekommen. Stufe 3, das sind die einzelnen Level, die wir haben werden. Stufe 3 Wasp. Ansonsten, wie ihr schon seht, gehen wir Hardcore einfach auf, ja, rein da und Massen. Wenn wir schon mal viele von denen bekommen werden, ich habe jetzt schon vier. Natürlich damit, dementsprechend, ja, schauen wir einfach mal. Ich bin jetzt im Überlegen, wie kriegen wir das denn da ein bisschen Schaden zu machen? Ich habe keinen Plan. Gucken wir mal. Ich meine, wir haben auch Kriecher, die werden ein bisschen abhalten. Die Stufe 2 stark holen könnten schwer werden zu killen. Okay, wir haben bis jetzt nur welche verloren wegen den Phönixen. Aber trotzdem geht das so schnell. Ja, vielleicht mehr Schilde, dafür hätte ich kein Geld gehabt, tatsächlich. Aber geht es ja um die Massen, also von da ist man. Ich meine, wenn man am Anfang hart aufs Maul bekommt, ist okay. Hauptsache ich, ja, klar, irgendwie genug Zeit. Also, ich habe in den letzten Runden sehr viel gehabt, wo einfach die Feinde so hart Punkte gesammelt haben, dass die halt innerhalb von den ersten 6, 7 Runden gewonnen haben. So wie der Blaue gerade richtig hart am Vorpreschen ist wieder. Super, okay. Bisschen Schiss vorwiegend, muss ich sagen. Okay. Das Einzige, was Luft angreifen kann, ist das. Ich glaube, ich werde versuchen. Ja, die Kriecher Stufe 7 sind ein Problem. Die werden auf jeden Fall weghauen. Okay, wir haben ein bisschen was gemacht können, machen können. 400 haben wir gemacht, tatsächlich. Eine extra Kohle, das ist super. Ich würde jetzt gern leveln, aber ich habe ja gesagt, das ist ein absolutes No-Go. Oh mein Gott, ich bin so kurz davor, das zu holen, ne? Für den Kollegen hier. Für irgendeinen. Oh mein Gott, nein. Warum kriege ich das nie, wenn ich das will? Nein. Masse. Die Masse, die macht's, genau. Nicht aus. Ui. Hm.
Ne, ich glaube, wenn man den ein bisschen leveln würde, das auf jeden Fall Sinn ergeben. So, das ist auf jeden Fall ganz gut, die auch zu leveln. Schicken die mal auch mit nach da, dass wir die geballte Macht halt rechts haben. Ich selber ist der Kollege Stufe 7. Okay. Ha, und Umschlag. Der Umschlag ist echt grausam, wenn du halt richtig viele Kriecher hast, aber sonst nicht gar nicht. So, Schilder habe ich auch genommen mit bei dem Reichweite, ist ja aber auch selbst erklären, warum, wenn wir nicht zu mega krass Outrange werden. Von allem. Schild ist halt wegen Leben. Sprungantrieb ist einfach, damit wir unberechenbar einfach überall hinschampen können, wo wir wollen. Und Bodenspezialisierung ist halt. Ja, wenn ich jetzt so nachdenke, wäre Entzünden, glaube ich, besser gewesen. Oder elektromagnetischer Schuss wäre auch ganz gut gewesen, aber ist jetzt auch egal. Okay, wir sind hier noch ganz gut am Vormarsch. Okay, wir haben ja unser Gebäude verloren, das ist blöd. Ja, Elektrum Schuss wäre ganz gut gewesen. Schade. Wir haben 461 Cash gemacht, das ist gut. Geht hier um Geld. Um Geld. Unsere wahnhaften Tricks und Kram, was auch immer das sein soll, hier zu finanzieren. Ich glaube, jetzt gehe ich sogar auf Reichweite, oder? Aber wegen dem Kollegen hier würde es auf jeden Fall Sinn machen. Weiß gar nicht, wie viel wir jetzt schon haben. Bin ich unsicher. Ganz ehrlich. Hat keine Range, gar nichts, ne? Drücke ich hier sogar eine Rakete rein. Und einfach hier, damit ich halt nicht zu schnell reinkomme. Das nochmal. Ja, und das war's. Mehr können wir hier nicht machen. Oder? Ne, die Wasp mit. Ach, XP brauche ich ja gar nicht. Ich meine, irgendwann kann ich natürlich auf Stufe 2 ausbilden, wenn ich das Geld habe. So ist ja nicht. Aber ich werde hier keinen aufleveln. Ich weiß, es juckt mich auch schon hardcore im Finger. Bin ich ehrlich, das zu tun. Kann ich das überhaupt? Ich kann sogar einen aufleveln. Was für kriege ich? 1000 muss ich ausgeben, um alles zu leveln. Oh mein Gott. Das ist echt viel. So, Reichweite. Entzünden wäre doch, glaube ich, ganz gut. Ja, vielleicht mache ich das doch mal mit Entzünden. Es sei, also es heißt zumindest, wenn dieses Video nichts wird. Und was heißt nichts wird? Oder wenn ich da nochmal Bock drauf habe, eher gesagt. Okay, wir haben ihn sogar geklatscht, ey. Weil da haben wir viele Verluste gemacht, ne? Ich glaube, die beiden Sachen werde ich auch noch hochmachen komplett. Ich glaube, ich auch noch lohnen. Weil er wurde gehackt, bevor er das Gebäude weghauen konnte. Die arme Sau. Oh, verdammt. Ich dachte, ich könnte das Gebäude holen. Damn. Ich dachte mir, Bodenspezialisierung. Weil wir halt so viele Bohneneinheiten bekämpfen werden, hundertprozentig. Deswegen dachte ich mir, das ist noch die Idee.
Schade, dass das nix war. Wir sind uns doch alle einig, dass sie jetzt etwas kommen wird, was uns richtig anfegen kann, oder? Oh! Ja, dann machen wir das nochmal. Genau, jetzt wird wahrscheinlich jemand hier denken, okay, das ist doch bestimmt lustig, perfekte Idee jetzt, um mir hart auf den Sack zu gehen. Dieser Gewittersturm. Ich kann mich natürlich auch irren und keiner geht auf mich, das ist natürlich eine Möglichkeit. Sogar bevorzugen. So, was möchte ich denn hier one-shotten? Eigentlich ist nur noch, eigentlich sind nur die Kriecher das Problem, finde ich. Wenn die nach da gehen. Die hier so, dann werden wir die killen. Die sind nämlich die hohen Level hier, das ist in Stufe 9 und 6. Okay, wir kriegen keinen Gewittersturm, das ist ganz gut. Meine unsere ganze Armee. Deswegen ist Sprungantrieb auch so wichtig, finde ich. Wenn man nicht mal Stufen aufsteigen lässt mit denen, dann sind die so schnell. Also das ist einfach Glaskanonen. Warten auf Antwort des Spielers. Achso. Haben die überhaupt was gebracht? Nee, oder? Das hat gar nichts gebracht. Die Raketen waren echt, glaube ich, nutzlos, naja. So, Schilde sind echt praktisch, muss ich sagen. Die Mustangs sind sehr gruselig, finde ich. Okay, wir mischen sogar hier auf der anderen Seite. Alter, was machen wir denn alle? Wie hart sind wir aufgeteilt? Guckt euch das an. Hier sind ein paar, hier sind ein paar, da sind ein paar, okay, die sind jetzt tot. Komm schon, kill das Gebäude, damit ich mal extra Cash, danke. Wir haben 800 gemacht, ja geil, oh Geld. Jetzt haben wir da auch alle verloren. Okay, alles ist tot. Das passt wohl nicht. Was soll ich so machen? Alles klar, mal gucken, was passiert.
Alter, geil. Ja, ich würde mal machen. Mal schauen, wie das funktioniert. Mann. Oh, damn. Wir werden natürlich sehr schnell reinladen, aber die haben. Oh, der hat so viele von denen hier. Das tut echt weh. Ich glaube, wir werden dann jetzt hart verlieren. Ist okay, aber. Mal geguckt haben, wie es ist. Ja, guckt euch das an, das ist Selbstmord gewesen. Also vielleicht werde ich ja ein bisschen überholt wieder. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Wie viele Schrott hier rumliegt von mir. Verdammt. Wenn wir bilden ja sogar schon Stufe 2 jetzt aus, weil wir das Geld jetzt ja haben. Ich habe auch gesagt, dass wir das machen. Warum denn noch nicht? Ach, verdammt, der hat auch super schwere Panzer und deswegen stirbt er nicht. Ja, in dem Moment wäre tatsächlich so, lesen wir Schuss oder Entzünden halt besser tatsächlich. Aber da habe ich halt dann nicht genommen, weil es halt gegen Mustangs zum Beispiel gar nichts bringen würde. Übrigens, eine Boss mit solchen Stats wäre schon echt geil. So, das ist rot, das ist gelb. Rot läuft, verdammt, ja, was heißt läuft, er rollt gerade hinter den gelben hinterher. Kriegt man niemals, weil es zu schnell ist. Nee. Oh, als ob der jetzt so gewonnen hat. Das ist ja scheiße. Er muss dazu sagen, dass das eine scheiß Idee war. Sollen wir ausprobieren? Ich weiß, ich kann jetzt schon sagen, was wäre, wenn ich was anderes. Wenn ich wieder Holung speichere und das nochmal anders mache und dann halt irgendwie den blauen voll reingehe oder so woanders was mache, dann hätten wir wahrscheinlich was ganz anderes am Ausgang vom Fecht hier, aber hey. Wie sind das überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 21. 22 haben wir nur. Das ist echt wenig. Oh, ein Sandwurm, das ist ja süß. Ich glaube, das mache ich nochmal in Zukunft. Sehr früh in Zukunft. Aber ich werde nochmal ein bisschen überlegen, was ich dann nehme anstatt von Drohnenschiff. Ich glaube, liegt mal Schuss oder Entzünden eins vom Bein. Entzünden ist aber nicht so gut gegen halt solche Einheiten. Aber ein elektromagnetischer Schuss ist aber einfach ganz gut, weil du hast dann einfach die Möglichkeit, alles hin zu deaktivieren. Was es halt auf jeden Fall einfacher macht. Dementsprechend wäre jetzt zum Beispiel die Sache mit den Phönixen hier auch absolut egal, dass der Quantum Spambau hat, weil die würden das dann einfach wegmachen.
Na, mal schauen. Hätte nicht gedacht, dass der Typ das jetzt so hart gewinnt. Sagt er nicht echt gesagt, dass er noch nicht genug Einheiten hat, um das hinzubekommen, aber okay. Ja, mein Fehler. Ach, wir werden uns mal eben angucken, auf jeden Fall, was wäre, wenn ich tatsächlich nicht da in die Ecke gegangen wäre, was ja offensichtlich ein Fehler war. Okay, den haben wir. Ich mag diese schräge Sicht irgendwie nicht, ey. Den habe ich auch ganz vergessen zu verkaufen, merke ich gerade. Und ich habe die Griecher verkauft, deswegen habe ich das nicht gemacht, okay. Das, die Hoffnung, dass die alle dann von dem Gebäude hier angezogen werden, dem das geklatscht haben. Was kann ich vergessen? Naja. Ja, warum habe ich diesen dummen Fehler gemacht, ey? Vielleicht wollte ich insgeheim einfach nochmal das versuchen und eine Ausrede dafür haben. Elektromagnetischer Schuss ist, glaube ich, die beste Wahl, die man nehmen kann. Ansonsten lieber. Ich bin nicht. Ich glaube, das macht echt am meisten Sinn. Weil wir haben jetzt so mega viel Zeit verloren, dadurch, dass der Typ sich die ganze Zeit heilen konnte, wegen dieser blöden Kackfähigkeit. Ich würde halt auch da automatisch natürlich dann das hier deaktivieren und alles dementsprechend. Na, das ist schon der richtige Fall. Ja, so hätte nicht gewonnen. Tatsächlich hätte die KI dann gewonnen. Ich hätte mit dem Abstand wenigstens Geld gemacht mit dem Blauen und wir wären beide halt. Ja, immer noch natürlich Erster und Zweiter, aber er hat ein bisschen mehr Punkte. Ich weiß nicht, ob er dann sogar mich überholt hätte, knapp. Was weiß ich. Aber. Ich meine, elektrischer Schuss würde dann natürlich auch deaktivieren, dass der Junge Flugabwehrmunition hätte. Würden Bosse auch nicht mehr angreifen können. Ich glaube, das ist doch schon so die richtige Wahl. Ja. Ich mach das nochmal. Ein bisschen enttäuschend, dass es jetzt so schnell geendet hat. Ich bin ich nicht mal damit gerechnet, dass der Blau dann so mega lucky denn sich da jetzt durchwringt und das dann noch holt. Wie gesagt, Quantenzusammenbau war echt ätzend gerade. Also da habe ich auf jeden Fall gesehen, dass es auf jeden Fall irgendwie was nehmen sollte, was den Kram dann deaktiviert. Deswegen Luftspezialisierung oder Bodenspezialisierung ist dann auf jeden Fall falsch. Aber wir haben jedenfalls 22 Stück hinbekommen oder 21 Stück. Ich weiß schon gar nicht mehr, ist auch egal. Aber das werde ich auf jeden Fall nochmal machen und mal schauen, wie es dann läuft. Aber erstmal hatten wir, glaube ich, genug Boss für die nächsten Runden. Und ich würde nochmal sagen, wie wir dann sind und dann bis zum nächsten Mal. Schauen.